hallo, das ist ja schön, dass ihr vorbeischaut. Ja, herzlich willkommen hier in Lütjendorf und wir haben die Ehre, hier das 34. Lütjendorfer Dorffest zu feiern und ich wollte euch mal auf so eine kleine Reise einmal mit durch das Dorf nehmen, damit ihr so ungefähr euch vorstellen könnt, was morgen, wenn ihr um 17 Uhr bei der Lopium Band hier erscheint, was euch so ziemlich erwartet. Anfangen tun wir natürlich erstmal hier am Café Bliebpunkt von den Herrn Mornstecher. Da gibt es das gute eigene dunkel selbstgebraute Bier. Das hat schon Traditionswert. Früher auch gut genannt, das Bartholomäus Pils. Schmeckt super, kann ich euch nur empfehlen. Ihr seht schon, da braucht man nicht viel zu reden. Das trinkt man einfach. Okay, kommt einfach mit, wir gehen mal auf die Reise. So, ja, wie gesagt, das ist Lütjendorf. Und hier ist richtig was los auf dem Dorffest. Hier präsentieren sich die ganzen Vereine, die Verbände. Viel Lokalkolorit. Und gerade in so einer großen Stadt wie Dortmund finde ich sowas halt immer schön, dass es noch so Traditionen gibt, die wirklich fortgeführt werden und die auch Bestand haben. Ja, wie ihr schon seht, rechts, links viele Stände. Einmal für die Damen natürlich. Leckeren Honig. Für die kalten Wintermonate. Schön im Grog. Ja, viel Handarbeit rechts, links. Was natürlich auf keiner Kirmes ähnlichen Veranstaltungen fehlen darf, ist natürlich der obligatorische Stand mit den T-Shirts. Ja, musikalische Unterstützung haben wir auch schon wieder. So wie gestern, wie auch jetzt heute, morgen und Montag ist natürlich immer wieder was los. Kapellen stellen sich vor, Kapellen spielen, Marching Bands, auf der Bühne natürlich richtig Action. Ja, ich würde sagen, genießt erstmal einen Moment die schönen Töne hier. Nochmal danke, Rainer. Also hat der Lütjendorf und da bleibt uns ja nichts anderes übrig. Jeder hat aus Lütjendorf und kommen nur die Möglichkeit, sich darzustellen. Und wenn das positiv ist, dann kann er da auch immer wieder kommen. Das ist schön, Rainer. Nochmal danke schön. Wir sehen uns. Wir machen heute. Ja, wie gesagt, das war gerade der Rainer Zack. Das ist wirklich der Kopf hier Lütjendorf und Interessengemeinschaft IGLVV. Das ist halt ein Macher. Und an ihm hängt viel, viel Herzblut. Ja, noch ein paar Worte zur Lopium Band. Wir sind ja rein Dortmunder Jungs, das heißt Dirk und Horst Lopium kommen aus Brakel. Unser Bassist Don Marco Jansen kommt aus Sombuch. Und ich bin natürlich Lütjendorfer seit eh und je. Ich gehe jetzt auf die, naja, soll man gar nicht sagen, 55 zu und ich habe mein ganzes Leben hier gelebt. Werde auch nirgendwo anders mehr leben und ich freue mich halt, dass ich euch mal hier durchführen kann und dass ihr vielleicht morgen zu Gast bei der Lopium Band seid. Natürlich auch immer wieder ein kleines Bütchen für die Kleinen, um die bei Laune zu halten. Das ist ja das beste Mittel, ne? Wenn der Papa am Biertresen steht, dann gibt es 5 Euro, geh mal schön Pfeile werfen.
Und natürlich für die Dorfjugend, was gibt es da Besseres wie ein Autoscooter? Das war so und das bleibt so und das ist so. Und da ist er. Übrigens hier recht, Hotel Specht. Auch uralte Lokalität. Natürlich kein Vergleich zur Bartholomäus-Kirmes. Viele kennen das auch unter Pflaumen-Kirmes. Aber Autoscooter geht immer. Und in Lütjendorf, und gab es noch nie zu wenig davon, sind unsere Bierstände. Und da haben wir insgesamt vor der Bühne 3 und hier links natürlich die Brinkhoffs Arena. Denn bei den Temperaturen muss man viel trinken. Auch noch ein kleiner Tipp. Hier an dem Dorffest, der Ausschank der Getränke geht rein über Biermarken. Und diese Biermarken kann man dann rechts und links in den Außenbereichen erwerben. Wo wir gerade von Biermarken sprechen, ich glaube, ich hole mal ein paar. Ja, schönen guten Tag. 2 Euro. Ich hätte gerne 20 Biermarken. 20? Jawohl. Ja, ich weiß, ich habe das mitgekriegt. Eine Wertmarke 2 Euro. Und damit könnt ihr dann an den ganzen Ständen natürlich kaufen, was das Zeug hält. Ich bin erstmal eingedeckt für die nächste Viertelstunde. Und ihr hört's. Die Band, die heute am Samstag spielt, ist schon mehr oder weniger beim Soundcheck. Wir werden morgen gegen 14 Uhr mit dem Aufbau beginnen. Wir werden dann in Geschwindigkeit, sag ich mal, den Aufbau realisieren, um den Soundcheck noch zu realisieren. Wir haben einen Techniker von Sat.1 bekommen, da sind wir sehr froh drüber, weil leider unser Georg in Dortmund beschäftigt ist und wurde gebucht. Aber ich bin da bester Dinge. Des Weiteren ist natürlich auch morgen wieder das Team um Christian Ballou mit vor Ort, um die ganze Sache filmtechnisch für die Nachwelt festzuhalten. Auch nochmal an den Christian und auch an den Benjamin, da herzlichen Dank von der Lupium Band und von mir ganz besonders. Das ist eine großartige Sache, ich sag mal, dass wir im hohen Alter noch mal endlich Filmmaterial kriegen und uns sagen können, mein Gott, sind wir gut. Okay, ja, hier seht ihr schon, hier ist die Bühne, hier geht es heute Abend rund, morgen um 17 Uhr, ich kann das nur immer wiederholen, morgen 17 Uhr, Lupium Band. Wer morgen nicht das ganze Programm stehen kann, ihr seht schon, hier sind genug Sitzplätze, da kann man sich dann niederlassen und die ganze Sache ein bisschen entspannter verfolgen. Aussehen wird die ganze Geschichte morgen gegen 17 Uhr, werden wir durchstarten mit dem ersten Set, was etwa eine Stunde etwas drüber geht. Dann werden wir eine kurze Pause einlegen, weil, ich habe es ja gerade schon betont, ältere Menschen müssen das öfteren mal trinken. Und das werden wir dann auch ausgiebig tun bei dem Wetter. Danach gibt es das zweite Set, was nochmal um die Stunde, ein Viertel geht. Und danach schauen wir mal, wie sich alles so ergibt. Das Wetter spielt mit. Wir haben viel geprobt, ob es was gebracht hat. Müsst ihr morgen entscheiden. Ich kann nur eins sagen,
Vielen Dank, dass er mir gefolgt seid durch den kleinen Rundgang durch Lütchen Dortmund. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns morgen um 17 Uhr hier wiedersehen. Ich bin oben und ihr seid unten und die Post geht ab. Dankeschön.